Jetzt haben wir heute auch gesehen, dass Kiew und auch die nordöstliche Region wieder zum Ziel von Raketenangriffen geworden ist. Was steckt da dahinter? Denn aktuell ist das ja eigentlich der Bereich des Landes, der als relativ sicher galt. Ich glaube, da ist sozusagen noch immer ein doppeltes Signal dahinter. Das eine ist, dass sich niemand in der Ukraine sicher fühlen soll, nur weil sich jetzt die Kämpfe auf den Donbass und im Süden konzentrieren. Also Russland zeigt, demonstriert hier im Prinzip seine Fähigkeiten, Ziele überall in der Ukraine erreichen zu können. Und das zweite, weiterhin der Terror der Zivilbevölkerung. Für Russland ist es wichtig, dass die Ukrainer kriegsmüde werden, dass sich dort eine Stimmung einstellt, die sich gegen die Regierung Zelensky richtet. Und dazu gehört halt schwerpunktmäßig der Terror gegen die Zivilbevölkerung. Also von daher ist es eigentlich nichts Neues, was wir kennen. Also Russland zeigt ab und zu mal seine Fähigkeiten, Ziele weit hinter dem Donbass zu erreichen mit seinen Raketen. Und gleichzeitig geht der Terror gegen die Zivilbevölkerung weiter. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.